Hallo Zuschauer, danke, dass ihr heute wieder den Weg zu meinem Kanal gefunden habt. Heute mal ein Thema, was ich ansprechen wollte. Ist schon ein bisschen länger her, dass es passiert ist, aber ich wollte euch vielleicht nochmal aufklären, weil auch unter meinen Freunden gibt es welche, die dann halt sagen: Hey, wieso wurden denn jetzt die und die Karten nochmal entfernt? Und in diesem Video möchte ich drüber sprechen. Ihr seht, das Replay ist alt. Das Replay ist auch alt. Hier gibt es noch Farbfilter. Und ja, die waren auch nicht so schön. Deswegen wurde es auch entfernt. Ihr seht, ich bin auf Hafen. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ihr mit höherstufigen Fahrzeugen lange nicht mehr auf Hafen wart. Im nächsten Replay werden wir auch Bergspaß sehen. Zwei Karten, die ich persönlich. Oder auf jeden Fall Hafen. Mag ich eigentlich ganz gerne. Aber ja, Bergpass halt nicht. Bergpass ist ziemlich Schmutz, meiner Meinung nach. Hier hat unser Zugmitspieler, ich war gerade leicht irritiert, weil der Zugmitspieler unsere verbündete Artillerie umgebracht hat. Naja, wenn er da Bock drauf hat. Ja, wieso wurden die Karten entfernt? Wargaming hat das so begründet, dass die Karten für die höheren Stufen nicht geeignet waren. Wo ich auch zustimmen muss. Hafen ist eine recht kleine Karte. Auch Minen ist vielleicht jetzt nicht für Stufe 10 geeignet. Aber ich fand das eigentlich mit 7ern und niedriger immer komplett in Ordnung. Da waren die Karten ehrlich gut. Ich meine, mit sowas wie einem AT-15 dauert es normalerweise so circa 2 Minuten, bis man da ist, wo man kämpfen kann. Jetzt sind wir aber schon längst da. Und es sind jetzt in 2 Minuten vorbei. Und wir können schon kämpfen, was komplett merkwürdig ist im AT-15. Man kämpft, obwohl noch nicht mal 2 Minuten vorbei sind. Normalerweise fährt man und fährt man. Diese Karten sind sehr klein. Sehr, sehr klein. Was heißt das, laut Wargaming auch die Runden, was man auch merkt, viel schneller vorbei sind. Man hat gemerkt, wenn man auf diese Karten gekommen sind, gingen die Runden viel schneller. Die Gegner sind schneller gestorben und die Mitspieler natürlich auch. Dann ist es noch so, dass es diese Karten ganz früher auch noch in den höheren Stufen gab. Es war nicht ganz so witzig, mit seinem Stritzwagen 103B auf Minen zu kommen. Oder mit seiner 10er Arti oder mit seinem 10er Light auf Minen zu kommen. Einfach weil teilweise die 10er Lights schon so schnell waren, dass sie am Anfang einfach alle Mitspieler in der Basis aufgeklärt haben, wenn sie auf den Hügel gekracht sind. Das heißt, die gegnerische Artillerie konnte dich direkt beschießen. Das war nicht so geil. Das merkt man wahrscheinlich auch. Deswegen haben die es auch geändert. Da haben die es erst gemacht, dass man. Das waren Hafen, Minen, Geisterstadt. Und noch irgendeine Karte. Bergpass nicht. Bergpass war quasi noch weiterhin für Stufe 10 erhältlich. Noch irgendeine andere Karte, wo ich jetzt nicht gerade, wo mir es gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall, die Karten haben die dann von Stufe 10 auf Stufe 8 runtergestuft. Was meiner Meinung nach auch ein richtiger Schritt war. Und dann haben die weitergeguckt. Hey, ist das denn jetzt gut und so? Und wie verhält sich das? Die Runde ging übrigens 3 Minuten 57, was schon eine recht lange Runde war für Hafen. Das muss man auch dazu sagen. Meistens gingen die Runden nicht so lange. Ist halt auch irgendwie sehr tragisch für die Karte. Weil eigentlich hat die mir immer Spaß gemacht. Auf jeden Fall, die wurden auf Stufe 8 runtergesetzt. Und ja, da haben die dann halt weiter geguckt, weiter Statistiken gesammelt und die Runden waren immer noch schnell.
was für sie bedeutet hat, also für Wargaming bedeutet hat, ey, dann stufen wir es noch weiter runter. Meiner Meinung nach war der Schritt dann zu viel, weil meiner Meinung nach ab Stufe 7 und drunter waren die Karten perfekt. Die Karten waren ziemlich gut, man konnte gut mit Stufe 7 Panzern auf den Karten spielen. Auf Minen hat es immer Spaß gemacht, die Karten waren ausreichend groß, da haben die Panzer noch nicht die besten Sichtweiten. Da war das alles noch voll ausreichend. Da war die Artillerie noch nicht so, oder da ist die Artillerie noch nicht so super krass. Die ist gut, aber jetzt nicht super stark gewesen. Und dann haben die es halt einfach direkt auf Stufe 4 und drunter gepackt. Bergpass, Geisterstadt, Minen, Kloster, genau, Kloster heißt die Karte. Die gab es früher auch auf Stufe 10. Meiner Meinung nach ist es der falsche Schritt. Man sollte eher langsam runterstufen, so dass ich mit meinen 7ern theoretisch noch auf die Karte kommen kann. Weil meiner Meinung nach, wie gesagt, waren die Karten für Stufe 7 sehr gut geeignet. Bergpass, verstehe ich nicht ganz, wieso die das gemacht haben. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin so glücklich. Meiner Meinung nach können die das auch mit chinesische Mauer machen. Einfach damit ich diese Ranzkarten nicht mehr spielen muss. Das sind Karten, die ich wirklich abgrundtief hasse, die ich überhaupt nicht leiden kann, die mir gar keinen Spaß machen. Bergpass ist halt eine absolute Schlauchkarte. Man hat mit Mediums, Lights und Jagdpanzern kaum Optionen. Es ist eine ausschließlich ausgelegte Karte für Heavies. Das heißt, nur mit Heavies kann man hier glänzen, oder vor allem mit Heavies kann man hier glänzen. Mit dem Rest hat man hier eher wenig Chancen. Wenn du hier mit deinem Scorpion G aufgekreuzt bist auf die Karte, wirst du niemals so gute Runden haben, oder sehr selten so gute Runden haben, wie du in einem Defender haben kannst. Einen Panzer, der, wenn er top hier ist, alles dominieren kann. Mit dem Scorpion G auf dieser Karte hat man halt kaum Möglichkeiten. Man stellt sich irgendwo hin und schießt zum Beispiel am Anfang auf E2, E3 von den Gegnern ausgesehen. Oder halt auf, wenn man von uns aus gespawnt ist, auf H6, H5. Da hätte man dann halt hinschießen können. Und dann großartig was anderes konnte man dann auch nicht machen. Deswegen sehr suboptimal, diese Karte. Es ist dann halt auch so, egal für welche Flanke du dich entscheidest, es dauert immer Ewigkeiten. Und ist euch aufgefallen, jede der drei Flanken führt zum Gegner-Cap. Das heißt, wenn du gerade deine Flanke gewonnen hast und das Gegnerteam eine andere Flanke gewonnen hat, dann ist es quasi ein Wettrennen zum Cap. Entweder das, oder du musst schnell genug reagieren, dass du dann halt quasi noch da durch kannst. Oder halt quasi zur eigenen Basis zurückfahren kannst. Weil sonst bist du halt am Arsch und verlierst die Runde. Und wie wir das so kennen, man will eigentlich nicht verlieren. Verlieren ist nicht immer cool. Was heißt, dass auch hier die Runden recht unspektakulär waren, weil hier direkt gecappt wurde. Das habe ich persönlich noch nie gemocht. Auch auf, ach, wie heißt die Karte? Mann. So viele Karten, über die ich heute spreche. Chinesische Mauer, genau. Da ist es auch so. Du hast dann Karten, die nur sehr schwer miteinander oder sehr schlecht miteinander verbunden. Das heißt, es geht halt einfach nur ums Cappen. Circa 50% der Gefechte, kommt mir auf jeden Fall so vor, werden auf dieser Karte durch Cap entschieden. Das heißt, man gewinnt auf diesen Karten vor allem durchs Cappen. Was ich sehr, sehr langweilig finde. Ich mag es überhaupt nicht, durch Cap zu gewinnen. Es ist einfach irgendwie, ja, ich habe mich durchgefahren, habe mich in die Basis gestellt. Ja, Glückwunsch. Das kann man,
Dafür braucht man natürlich sehr viel Skill. Und man versaut halt potenziell anderen Spielern halt noch die Runde. Was ich vor allem merke. Und ja. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Ich wollte das einfach nochmal ansprechen, wieso die Karten entfernt wurden. Und was man vielleicht noch mit den Karten anstellen kann. Weil in Stufe 3 und 4 ist es halt irgendwie schlecht aufgehoben. Bis zum nächsten Mal und ciao.